Charas amias, sechars amis, danaers. Ganz herzlich willkommen hier in Schkuol. Wir eröffnen heute unser Naers Lab und unsere große Fragerei innerhalb der Crowdfunding-Kampagne Be Naers. Ich selber bin 1991, also vor genau 30 Jahren, als Bildhauer, als Stipendiat unten in Naers gewesen, unten im Tal an den Quellen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben die Zeit vergessen da unten, habe an meinen damaligen Fragen gearbeitet und bin heute Co-Direktor zusammen mit Cornelia Schwab hier in dieser Institution, der wir unbedingt eine Zukunft schenken wollen. Wir werden viele Fragen zum Verhältnis von Kunst und Gesellschaft einander stellen, Antworten suchen, Sie einbeziehen in diese große Fragerei. Haben Sie viel Spaß dabei. Grüezi und Allegra aus dem Unterengadin, dem schönen Schkuol von der Fondation Nice. Wir hoffen auf Ihre aktive und tatkräftige Unterstützung in den nächsten 4 Wochen. Gehen Sie auf Ihre Netzwerke zu, informieren Sie Ihre Bekannten, Freunde. Nice braucht Unterstützung. Nice ist online mit seiner Crowdfunding-Kampagne. Für die 4 Wochen haben wir uns ein begleitendes Programm ausgedacht, was Ihnen helfen soll, einerseits Nice kennenzulernen, die Fondation, andererseits hoffen wir, Sie miteinander vernetzen zu können und darüber hinaus vielleicht auch wir eine Diskussion anregen über den grundsätzlichen Stellenwert von Kunst in der Gesellschaft. Wir eröffnen im Unterengadin eine Fragerei. Jeden Tag stellen wir eine Frage Ihnen und hoffen auf interessante, diskussionswürdige Antworten. Darüber hinaus haben wir 4 Talks vorbereitet mit relativ prominenten Kulturjournalisten der Schweiz und Kunstfreunden, Freunden von der Fondation Nice, mit denen wir gemeinsam diskutieren werden. Sie stets begleitendes Format hat sich der Förderverein eine ganz besondere Idee einfallen lassen, den Kunstlesemarathon. Sie werden also Texte hören können, die inspiriert wurden durch die Pandemie, durch die Krise und die Ihnen nochmal vorführen sollen, die Bedeutung von Kunst. Sie wissen ja, Kunst ist ein wichtiges Lebensmittel im Alltag. Nehmen Sie sich ein Bier, ein Wein, ein Tee, wonach Ihnen gelüstet, und stoßen Sie mit uns gemeinsam darauf an, dass diese Kampagne erfolgreich und glücklich ausgeht. Eine unserer Art in Residence-Teilnehmerinnen, Livia Rita Heim, wird heute Abend eine Performance zeigen. Livia unterstützt uns auch während des Crowdfundings mit einem Projekt, einem Performance-Projekt Futura, eine hybride Zwischenwelt, zu dem wir Sie natürlich auch herzlich einladen. Ich hoffe, Sie kommen wieder in Kontakt mit Leuten, die Sie schon lange mal wieder sprechen wollten und anschreiben, sodass unsere Kampagne auch Sie mit Ihren Freunden wieder zusammenbringt und Ihren Bekannten, und vielleicht kommt auch für Nice eine Spende dabei rum.